Ich bin endlich ich bin endlich offen, ich kann auf die Menschen zugehen, ich kann ihnen erzählen, wie es mir all die Jahre gegangen ist. Und das war eine schwierige Zeit, das war eine harte Zeit für mich, aber es war aber auch wichtig, um einfach den Schritt dann zu wagen, den Schritt zu mir zu wagen, weil letztendlich geht es genau darum, jeder Mensch will glücklich sein und jeder Mensch hat das verdient. 27 Jahre lebte Balian Buschbaum im Körper einer Frau, bis er sich vor 5 Jahren zu einer geschlechtsangleichenden Operation entschied. Den Weg zu mir zu gehen, der war irgendwie logisch. Ja, wann der Zeitpunkt gekommen ist, das konnte ich nicht abschätzen. Ich wusste, wie gesagt, von klein auf, dass irgendetwas anders ist an mir, aber ich konnte es halt nicht in Worte fassen. Ich wurde ja im Endeffekt schon als Kerl geboren. Ja? Also mein Gehirn war definitiv von Anfang an männlich geprägt. Das wusste ich schon mit 5 Jahren. Mensch, die Kindergärtnerin, ganz toll, habe mich in sie verliebt, wollte da, weiß was ich was, alles zeigen, wie viele Liegestütze ich machen kann und so weiter. Und habe dann aber auch relativ schnell gemerkt, irgendwas stimmt dann einfach nicht. Damals war er noch Yvonne Buschbaum. Eine der besten deutschen Stabhochspringerinnen. Aber der Hochleistungssport war auch ein Mittel, die eigenen Konflikte zu verarbeiten. Also ich denke halt, dass der Sport in meinem Leben eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat, weil ich dadurch gelernt habe, ja, meine Kompensation irgendwie ein bisschen rauszulassen. Es war ein Ventil, es war wichtig für mich. Etliche deutsche Meistertitel, Olympia- und Weltmeisterschaften. Die Erfolge, die Anerkennung, all das war irgendwann nicht mehr wichtig. Denn der Wunsch war größer, endlich äußerlich so zu sein, wie sich Balian Buschbaum schon immer gefühlt hat. Im Prinzip ist das, was innerlich in mir war, jetzt auch nach außen gewachsen. Also ich würde jetzt einfach sagen, so, ich bin in Harmonie. Balian ist mit seiner Transsexualität offen umgegangen. Von seinen Freunden und seinem Umfeld in Mainz bekam er Zuspruch und Verständnis, auch von seiner Familie. Gut, bei meiner Oma war es so, sie war dementkrank und hat so, ja, sag ich mal, die Hormonumstellung bei mir hat sie nicht ganz mitbekommen. Und dann haben wir uns ein halbes Jahr ungefähr nicht gesehen gehabt. Und dann bin ich ja, nach dem halben Jahr zu ihr ins Zimmer gehuscht und sie hat mich angeguckt und hat gesagt, wo warst du denn, du alter Gauner? Und ist mir dann ganz zart über die Wange gestrichen und hat gesagt, ja, jetzt bist du da. Was Balian Buschbaum bewegt, schreibt er auf. Sein aktuelles Buch handelt von der Beziehung Mann-Frau. Da ist der Fachmann wie kaum ein anderer. Wenn ich das immer höre, der perfekte Frauenversteher, dann denke ich immer an Weichspüler und an Waschlappen. Also so sehe ich mich nicht. Aber ich glaube, dass es schon gewisse Vorteile hat, um mich in vielen Situationen in Frauen hineinzuversetzen und da vielleicht auch ein bisschen besser zu vermitteln zu können. Auf der anderen Seite aber in Männern genauso, ja, weil ich spüre, wie Männer ticken, wie Frauen ticken und dass man da ab und zu mal die Brücke aufbauen musste. Er selbst beschäftigt sich natürlich auch mit dem Thema Mann, Frau, Familie. Man muss sich schon ein bisschen so vorstellen, dass ich jetzt gerade mal 5 Jahre mein Leben lebe. Natürlich mache ich mir Gedanken ja, über Familie und Kinder, weil ich bin ein Harmoniemensch. Ich brauche ein gesichertes Umfeld, ein schönes Umfeld, ein harmonisches Umfeld. Und der Typ Mensch bin ich auch. Wann das so weit sein wird, das weiß ich noch nicht ganz. Aber ich würde schon sagen, dass ich mich noch ein bisschen zu jung dafür fühle. Seinen Job als Stabhochsprungtrainer beim USC Mainz hat er zurückgeschraubt. Balian Buschbaum kümmert sich mehr um seine neue Laufbahn als Berater und Coach. Ich spüre einfach, dass das meine Vision ist, den Menschen zu helfen, den Menschen einfach zu sich zu helfen, weil es tatsächlich sehr, sehr wenige Menschen gibt, die wirklich wissen, wer sie sind. 2-mal pro Jahr bietet er auch Reisen an, quer durch die Wüste, zum Beispiel in der Sahara. Wir sind ja ständig erreichbar, wir haben ständig ein Handy um uns und ständig Computer und Internet. Und ich finde es einfach mal ganz wichtig, irgendwo hinzugehen, wo man eben nicht nach außen guckt, sondern wo man in sich hinein sieht und sich finden kann. Und es gibt, glaube ich, keinen schöneren Ort als die Wüste. Weil wer das einmal erlebt hat, dieses wahnsinnige Sternenzelt da drunter zu liegen und von diesem Sternenzelt umarmt zu werden, der braucht keinen Luxusurlaub mehr. Sollte er aus Mainz auf eine einsame Insel auswandern, dürfen diese 3 Dinge nicht fehlen. Also ich glaube ja, dass Kommunikation der Schlüssel für alles ist. Dementsprechend würde ich ein Tier mitnehmen für die Kommunikation ohne Worte, dann einen Menschen für die Kommunikation mit Worte und Nummer 3, Vertrauen ins Universum, dass mich alles erreichen wird, was mich erreichen soll.